So, viel wichtiger ist es, wie wollen wir hier unsere Energie gestalten? Und da wir ja jetzt hier im, ja, in Industrie, also frühes Industriezeitalter anfangen, würde ich gerne mit Dampf arbeiten. Und dafür würden wir natürlich hier den Steam Boiler bauen und die Steam Machine. Und dann kriegen wir auch Energie ohne Ende, wenn wir das richtig anstellen. Das heißt, wir müssen dann nochmal unbedingt in den Nether und müssen unbedingt diesen hier Blaze Burner hier, ne? Die Blaze Dingsbums da müssen wir fertig machen. Und der muss dann auch noch gefüttert werden, damit der genug Energie macht. Füttern ist nicht das Problem. Bäume gibt es ja hier. Können wir einfach Holz reinschmeißen. Aber wo bauen wir das Ding hin? Also hier geht es in ein tiefes Loch runter. Das ist da, wo ihr gesehen habt, ne? Wo der Wasserfall hier beim Zug ist. Da wollen wir die Steam-Energie unterirdisch bauen oder bauen wir die hier oben? Eigentlich müssten wir hier oben irgendwo hinbauen. Ich würde sagen, wir bauen die in dem Bereich, ja? Oder? So schön in die Ecke hier rein. Können wir vielleicht auch ein bisschen tatsächlich diese Ebene benutzen hier? Oder noch mal ein bisschen aus. Diese Höhe. Vielleicht noch ein Stück weiter rein. So. Die Höhe können wir ja eigentlich nehmen. Dann lass uns noch mal ein bisschen hier Holz wegmachen. Dass wir ein bisschen Platz haben. Ah, jetzt habe ich eh keine Bricks mehr. Ah. Die Frage ist, ob bauen wir eine, bauen wir mehrere. Wir haben hier folgende Möglichkeiten. Dadurch, dass wir das ein oder andere Add-on dabei haben, ne, müssen wir nicht alles an Energie mit Dings weitergeben, mit Chefs und so. Wir können also hier Steam Engine bauen. Und dadurch, dass wir auch das Add-on haben hier mit, ja, mit Diesel würde ich vielleicht später machen. Hier mit Elektro. Da gibt es nämlich einen Generator. Muss man eben gucken, wo der ist. Das ist ja hier Diesel. Das würde ich tatsächlich irgendwann später machen. Das ist Zug. Sprinkler. Suchen wir mal direkt nach Generator. So. Generator Coil. Das ist ein Bauteil, glaube ich. Das sind die Motoren. Usage? Nee. W, wir drücken mal W, wir gucken mal. Okay. Ach, schau an. Da ist aber schon High-End, hä? Generate electricity as long as. Aha. Okay. Das ist schon die fortgeschrittene Variante, auf jeden Fall. Da gibt es noch
Eieieiei. Okay, wir können später mal High-End-Power machen, so wie es aussieht. Aber es gibt da noch. Das gehört alles dazu, ja. Okay. Es gibt da noch einen anderen. So war mir zumindest mal da. Genau. Elektrikmotor. Das ist jetzt nur der Motor. Nee, genau. Ach doch, ja. Das ist nur die Ausgabe, glaube ich. Ja, man kann da auch die Geschwindigkeit einstellen, ja. Das ist nur die Ausgabe. Da müsste Strom rein. Und dann gibt es noch. Noch hier, den Alternator, genau. Der macht Strom. Das heißt, man gibt Bewegungsenergie rein und dann macht der Strom. Braucht mindestens 32 RPM und ich glaube mindestens 2000 hier SU. Das heißt, wir können ein riesen Dings bauen und können da Elektromotoren dran machen und dann können wir das Ganze elektrifizieren. Das würde ich fast vorschlagen, dass wir das so tun. Was gibt's denn da oben? Blümchen nur? Oder Essen? Blümchen. Nur Blümchen. Naja. Blümchen. Bäume gibt es hier noch. Noch mehr Schlucht. Eieiei. Also das würde ich sagen. Ich würde sagen, wir gehen mal rüber wieder und kümmern uns erstmal um die Boiler-Komponenten und so und bauen das erstmal alles. Dann besorgen wir uns noch ein paar Bricks. Wie hoch wollen wir denn gehen? Eins, zwei Stufen? Zwei Stufen müssten lang, ne? Und bauen dann die ganzen. Bist du kaputt gegangen? Den muss ich auch noch mal. Ne? Hier die Axt habe ich ja schon mal upgegradet. Ich glaube, den muss ich auch noch mal upgraden hier. Den Kamerad. Komm, du musst weichen. Du weißt auch. Also ich bin schon mal froh, dass wir jetzt einen zuverlässigen Schaffner haben. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Zwei, drei Fackeln. So, dann fahren wir wieder rüber. Und dann bauen wir erstmal das Zeug. Ja, den Aufzug, komm, nehmen wir den. Den nehmen wir jetzt mit. Den machen wir drüben mal leer. Den, na, runter mit dir. Den Aufzug, will ich dann sagen, machen wir auch mit E-Motor. Müssen wir vorher halt immer Leiter laufen, ist ja kein Problem. Kriegen wir ja hin. So, die Bahn kommt auch schon fast. Perfekt. Da ist er. Guten Tag. Jetzt muss man da hin. U-Bahn fahren ist schon toll. Und ich finde, er hat auch eine gute Geschwindigkeit. Kann man sich eigentlich nicht beschweren.
Vielleicht kann ich die Sekunden noch mal runtersetzen, weil so lange brauchen wir theoretisch ja nicht. Wir können den auch einstellen. Nee, das macht aber auch keinen Sinn. Dass er immer dann losfährt, sobald einer im Zug ist. Aber wenn wir jetzt, ne, hier einsteigen und rüberfahren, ach, dann würde er drüben auf uns warten. Naja, egal. Egal, wir machen das schon irgendwie. So. Jetzt habe ich überhaupt keine Schienen mitgenommen, glaube ich, um den Zug hier hinsetzen zu können. Ne? Das war, glaube ich, nicht schlau. Um den Zug vor allem. Um den Bohrer hier hinsetzen zu können. Das war, glaube ich, nicht schlau. Hm. Tja. Natürlich jetzt kein Schienen, ich habe keinen Kartesampler, ich habe nichts mit. Setzen wir den mal hier rein. Und die Brakes, komm, die klatschen wir auch erstmal hier rein. Die stören ja im Moment nur. Das heißt, wir müssen nochmal Bricks brennen, weil wir haben ja hier alle umgecraftet. Und hier ist, glaube ich, auch nichts mehr drin. Hier haben wir noch drei Glas. Glas war hier oben. Clay. Clay, da müssen wir dringend. Zwei Stacks haben wir noch. Ach, noch nicht mal ganz. Da müssen wir dringend sammeln. Da müssen wir dringend sammeln. So. Für Add Creates. Wir brauchen auf jeden Fall diese Fluid Tanks. Das sind Kupferplatten und Barrels. Davon brauchen wir einige, glaube ich. Ich glaube, die müssten das sein, ja. Genau. Dann brauchen wir brauchen eine Pumpe, wir brauchen Fluid Pipes. Wir müssen ja Wasser reinpumpen. Dann brauchen wir eine Hitzequelle drunter. Man kann auch normales Lagerfeuer nehmen oder weiß ich gerade gar nicht, ob Lava geht. Aber wir wollen natürlich Blaze Burner haben und die mit Blazes füllen. Dann brauchen wir eine Baumfarm. Die würde ich aber tatsächlich, glaube ich, damit bauen. Ne, davon nochmal einen. Und der soll uns Bäume fahren. Das machen wir, glaube ich, damit. Ja. Gut. Dann Barrels. Wir brauchen Slabs und wir brauchen Planks. Nehmen wir davon mal. Machen wir uns daraus Planks, weil davon haben wir so viel. So. Huch. So. Zack, zack. Zack, zack. Verteilen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, wir brauchen wesentlich mehr. Weil meines Wissens nach, so 12 brauchen wir auf alle Fälle. Ich weiß nicht, wie groß wir die machen können, aber ich würde 3x3 vorschlagen und dann noch in die Höhe gehen. Also da brauchen wir einiges an Barrels und einiges an Kupfer. Das waren immer 2 pro Barrel, ne? Wir haben 12. Also brauchen wir 24 Kupfer. ...17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Können wir 10 erstmal zurück machen. Wollen wir die hier mit platt machen? Ne, wir haben keinen Plattmacher-Ding hier. Doch, hätten wir. Na, komm, wir nehmen mal den Hammer. Auch wenn der jetzt mit Sicherheit drauf gehen wird bei so vielen.
Wird er wahrscheinlich gar nicht alle. Doch, hat er geschafft. Ja. Das ist ja perfekt. Sag mal, was habe ich denn jetzt hier weggenommen? Da die Schere. So. Zack, Fluid Tanks. Also, die kann man so aneinander klatschen. Und je mehr man klatscht, umso mehr Inhalt hat man. Ne? Wir haben jetzt hier zum Beispiel 72 Buckets. Und dann kann man die natürlich nach oben noch erweitern. Ne? Und das kann man 3, 4, 5 Mal machen. Und je mehr Wasser drin ist und je heißer es wird und ne, umso mehr SU bekommt man raus. Dann hat man ja diese Steam Engines hier, diese Dinger. Und dann pro dieses Gerät kriegt man 2000 SU raus. Jetzt kann man natürlich mehrere hier anbringen und somit addiert sich das. Ne, man bekommt dann SU ohne Ende raus, wenn man es ordentlich anstellt. So. Wir können ja mal, damit ihr es gesehen habt, davon mal einbauen. Das ist eine Goldplatte, ein Andesite Alloy und ein Block of Copper. Alter. Block of Copper. Ich glaube, ich muss noch mehr Copper machen. Haben wir unser Ding eigentlich noch hier? Ah, da, ja. Nee, das ist der Blast Furnace. Furnace. Wir hatten doch dahinter versteckt. Ah, haha, Coal Grinder. Okay. Dahinter versteckt. So, warte mal. 33 kann er, glaube ich, so machen mit 3 Kohle. Brennen wir erstmal ein bisschen Kohle. Obwohl das eigentlich keinen Sinn macht, wenn wir haben so viel Kupfer. Hätte man auch so schmelzen können. So, es ist dunkel draußen. Kann das sein? Das wird gerade hell. Naja, dann wird er jetzt gleich Strom kriegen. Na, er backt ja fleißig. Ne, oder auch nicht. So, 6, 8. So, am Block of Copper sind ja 9. Also von daher können wir das schon mal machen. So, dann war das eine Goldplatte. Ein Gold. So. Und ein Andesite Alloy war es, glaube ich. Jawohl. So, dieses Ding klatscht man dann hier dran. Ja. Dann kommt dann noch ein Schaft dran, glaube ich. Ah, ist schon so lange her, wo ich das mal ausprobiert habe. Ein Schaft dran, genau. So, und wenn dann hier Dampf ist, dreht sich das. Man kann das jetzt auch noch anders machen. Und hier geht dann halt, ne, mit einem weiteren Schaft die Energie raus. Und die kann man halt koppeln, 3 Stück nebeneinander. Und die würden sich ja dann verbinden. Und dann hätte man schon an einer Linie 6000 SU statt hier dieser 2000. So kann man sich das vorstellen. Hier an einer Seite muss dann natürlich Wasser rein, ne, mit einer Pumpe, unendliche Wasserquelle. Und Hitze natürlich drunter. Gut. Ja, ich würde sagen, dann warte ich, bis das Kupfer durch ist, baue noch ein paar Teile dazu, baue schon mal die Pipes, da kann ich euch ja die Rezepte zeigen. Mechanical Pipe ist einfach Fluid Pipe plus ein Cogwheel. Dann Fluid Pipe, ein Kupferplatten. Und ich glaube, wir brauchen wahrscheinlich mehr als eine Pumpe, weil die macht nur einen gewissen Durchlauf. Und wenn wir viel Wasser und viel Hitze brauchen, brauchen wir mehr Wasser. Und deswegen müssen wir da 2 oder 3 Pumpen dran machen. Ja, wisst ihr Bescheid. Haben wir also ein bisschen was zu tun. Ne? Okay, bis später dann.